Ihr seid auf der Suche nach einem Neuwagen, möglichst günstig, und er soll auch günstig im Unterhalt sein. Man möchte viele Kilometer damit abspulen. Der Wagen soll natürlich auch modern sein und auch viele Annehmlichkeiten bieten, aber dennoch ist das Budget begrenzt. Welches Auto gäbe es denn da? Und da hätte ich für euch heute eine interessante Alternative, nämlich den Dacia Sandero TCE 100 Eco G. Ein langer Name, darunter verbirgt sich ein Autogasantrieb, den wir hier unter der Motorhaube haben. Autogas zur kurzen Information, ein Kraftstoff, der entsteht bei der Benzinherstellung als Abfallprodukt, der aber, wenn er im Motorraum verbrannt wird, sauberer verbrennt und weniger Schadstoffe ausstößt. Also eine so durchaus ganz praktische Seite, und zudem kostet der Kraftstoff auch deutlich weniger als Benzin. Dazu aber dann später. Wir wollen natürlich nämlich heute herausfinden, was verbraucht denn der Dacia Sandero, wenn er mit Autogas und mit Benzin läuft. Ich werde euch das Auto natürlich auch während der Fahrt dann komplett vorstellen. Einmal außen, wir schauen uns natürlich auch die Platzverhältnisse an, den Kofferraum, und es gibt auch einen Fahreindruck. Und am Ende werde ich euch sagen, was kostet der Dacia Sandero, so wie er hier steht. Was würde mir fehlen? Was finde ich gut? Und würde ich ihn kaufen? Also, wenn euch das Ganze interessiert, bleibt jetzt dran. Gebt diesem Kanal ein Abo und ein Like. Und am Ende lasst uns unten in der Kommentarbox diskutieren über den Dacia Sandero. Ich würde mich riesig freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Der neue Dacia Sandero ist 4,9 Meter lang, hat eine Höhe von 1,79 Meter und eine Breite von 1,76 Meter. Erkennbar ist das seit 2020 erhältliche neue Modell an der neuen Front, mit nun ab Werk immer serienmäßig vorhandenen LED-Abblendlicht und LED-Tagfahrlicht. Die neuen LED-Tagfahrlichter mit Pfeilsignatur, die trägt jetzt dann auch demnächst der Dacia Duster. Optisch gefällt mir der Wagen, weil er einfach sehr schlicht ist. Die neue Front sorgt für ein bisschen Modernität. Am Heck gibt es dann zwar keine LED-Beleuchtung, aber eine schöne, ebenfalls mit Pfeilen aufgegriffene Lichtsignatur. Der Innenraum des Dacia Sandero ist ebenfalls verhältnismäßig geräumig für einen Kleinwagen. Wir haben ein Kofferraumvolumen von 388 bis 1108 Liter. Die Rücksitzbank ist im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegbar. Es ergibt sich aber kein ebener Laderaumboden, da es keinen doppelten Laderaumboden hier ab Werk gibt. Auf der Rücksitzbank sitze ich mit meinen 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich, ja, noch durchaus kommod. Die Knie stoßen zwar an der Fahrersitzlehne an, die ist aber weich gepolstert. Schmerzen gibt es da nicht. Kopffreiheit ist genügend vorhanden. Interessant auch hier, wir haben bei unserem Modell Essential manuelle Fensterheberkurbeln hier im Fond. Optional sind auch elektrische Fensterheber erhältlich. Auf den vorderen Sitzplatz, wo der Fahrer dann Platz nimmt, hinter einem Vierspeichen-Multifunktionslenkrad,
das auch in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar ist, sitzt es sich durchaus angenehm auf den weich gepolsterten Sitzen, die passable oder einen Ansatz von Seitenführung bieten, aber durchaus etwas länger streckentauglich sind. Während der Fahrersitz manuell höhenverstellbar ist, ist das beim Beifahrer nicht der Fall. Die manuelle Höhenverstellung des Fahrersitzes allerdings kostet im Essential Aufpreis. Ebenfalls Aufpreis kosten würde eine elektrische Außenspiegelverstellung, die hier nicht verbaut ist. Hier haben wir auch noch manuell einstellbare Außenspiegel, also etwas vielleicht für den ein oder anderen Puristen da draußen wie euch. Bei der Cockpit-Gestaltung geht Dacia einen für meine Begriffe wirklich guten Weg. Das Ganze bleibt sehr, sehr sachlich und sehr nüchtern, gut übersichtlich. Wir haben jetzt einen schönen großen 8 Zoll Bildschirm hier verbaut, der optional erhältlich ist. Ab Werk gibt es dann auch nur ein kleines Radio. Hier haben wir jetzt den Media-Bildschirm verbaut, eben mit 8 Zoll Größe. Zudem bietet er zwei zusätzliche Lautsprecher fürs Audiosystem und eine Anbindung via Apple CarPlay oder Android Auto zum Navigieren und ist auch völlig ausreichend in meinen Augen. Hier braucht es nicht das ab Werk erhältliche und nochmals aufpreispflichtige Navigationssystem. Der Blick auf das Kombi-Instrument gibt zwei analoge Rundinstrumente preis, die gut ablesbar sind und auch so aus allen anderen Dacia-Modellen 1:1 bekannt sind. Ebenso das monochrome Infodisplay für den Bordcomputer, über den diverse Einstellungen oder Informationen abgerufen werden können. Die Verarbeitung ist insgesamt gut, die Materialien eher robust, aber in meinen Augen für ein Fahrzeug dieser Preisklasse sogar sehr gut. Sehr praktisch auch der Handyhalter, der hier verbaut ist. Dahinter befindet sich dann die USB-Schnittstelle, mit der man dann Apple CarPlay oder Android Auto hier zuverlässig nutzen kann. Unter der Motorhaube hier in unserem Dacia Sandero TCE 100 EQG arbeitet ein 1 Liter Dreizylinder mit 100 PS und 170 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Auf der Autobahn ist er maximal 183 Stundenkilometer schnell unterwegs und von 0 auf 100 geht es dann in 11,6 Sekunden. Der Motor wirkt insgesamt sehr lebendig, sehr spritzig, dreht auch willig aus und ist mit seinen 101 PS, um genau zu sein, sogar das stärkste Triebwerk hier im Dacia Sandero Programm. Die Besonderheit des Triebwerks hier ist natürlich, dass er mit Flüssiggas läuft, also dem sogenannten LPG, Liquid Petrol Gas. Genau, und dass wir auch zwei Tanks an Bord haben. Der Motor läuft natürlich wahlweise mit Superbenzin oder eben mit LPG. Wir haben einen 50 Liter Benzintank an Bord und einen 32 Liter fassenden LPG-Tank, von dem wir aber 80% nur nutzen dürfen, gemäß Verordnung für Gastanks. Merkt man denn einen Unterschied, ob man jetzt mit Autogas oder Benzin unterwegs ist? Nein, ist hier absolut nicht spürbar oder realisierbar. Lediglich über die Taste auf der LPG-Taste hier links neben dem Lenkrad, da kann man eben zuschalten, ob man mit LPG oder mit Benzin unterwegs ist. Großer Vorteil des LPG ist seine etwas bessere Umweltverträglichkeit, denn das Flüssiggas verbrennt sauberer im Motorraum und emittiert somit weniger Schadstoffe. Also ist natürlich auch der Dacia Sandero LPG in der Kfz-Steuer etwas günstiger im Unterhalt zu haben. Der normale Aufpreis liegt bei 1000 Euro, aber den hat Dacia derzeit egalisiert. Das heißt also, man bekommt den Autogasantrieb zum selben Preis wie den Benziner mit 90 PS. Beim Fahrwerk muss man sagen, ist das ein sehr ausgewogenes, eher komfortabel orientiertes Fahrwerk, was wir hier haben. Ja, wir hören immer mal wieder Abrollgeräusche etwas lauter. Dieses Fahrwerksgeräusche sind aber nicht zu hören, das finde ich gut. Wir haben eine gute Bremsanlage, die ordentlich dosierbar ist. Die Lenkung hingegen ist eher zu leichtgängig in meinen Augen und bietet jetzt nicht viel Rückmeldung von der Straße, sollte aber bei einem solchen Fahrzeug völlig in Ordnung sein, wie ich persönlich empfinde.
Es war mir wieder eine Freude, in einem Dacia unterwegs gewesen zu sein, denn so ein Auto erdet einfach unheimlich und zeigt einem auf, wie viel Komfort man eigentlich gar nicht wirklich braucht, wenn man so im Alltag unterwegs ist. Da muss ich echt sagen, danke auch an die Renault-Presseabteilung, dass sie mir wieder mal ein eher basisgehaltenes Testfahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Schauen wir uns aber jetzt erst einmal die Verbrauchswerte an, die wir hier ermittelt haben. Wir sind auf Autogas unsere Verbrauchsrunde gefahren und im Anschluss auf Benzin, also gleiche Witterungs- und Streckenverhältnisse. Werksangabe liegt der Unterschied zwischen Autogas und Benzin schon merklich auseinander. 6,5 Liter sind es mit Autogas und 5,2 Liter mit Benzin. Laut Werksangabe, wie gesagt, und laut Bordcomputer hatten wir dann eine größere Differenz. 7,1 Liter mit Autogas, 5,2 Liter mit Benzin. Die Berechnung ergab dann 7,3 Liter Autogas auf 100 Kilometer laut Tankung und 5,4 Liter Benzin, macht dann eine Gesamtreichweite von 1275 Kilometern. Die ergibt sich daraus, dass wir einen nutzbaren Autogastank von 25,6 Litern haben plus 50 Liter Benzin. Das ist sehr, sehr angenehm. Das sind richtig, richtig hohe Reichweiten, die man sonst eigentlich nur mit einem Diesel erreicht. Was man auch sagen muss, die Kosten von Autogas sind natürlich im Moment deutlich geringer als bei Benzin. Und wenn man da einfach mal schaut, ich habe 0,72 Euro für den Liter Autogas gezahlt und 1,55 Euro für den Liter Benzin. Und das waren dann 8,33 Euro auf 100 Kilometern mit Benzin und mit Autogas waren es dann 5,37 Euro. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, wir haben einfach eine Differenz von rund 3 Euro auf 100 Kilometer, trotzdem erhöhten Autogasverbrauch. Das muss man auch mal sehen. Das ist wirklich eine echte Kostenersparnis. Bei den Kosten muss man natürlich auch ganz klar sagen, der Wagen, so wie er hier steht, mit den nützlichsten Ausstattungsoptionen, also dem großen Bildschirm mit Android Auto und Apple CarPlay Anbindung, mit der Klimaanlage, die hier verbaut ist, da kommt dann einfach eine sehr überschaubare Summe von 12.120 Euro bei rum. Wie gesagt, der Autogasantrieb kostet aktuell genau das gleiche wie der reine Benzinantrieb. Also warum sollte man dann nicht zu Autogas greifen? Tankstellen gibt es genügend in Deutschland, mehr als eben Erdgas. Damit sollte man es auf alle Fälle nicht verwechseln. Der Wagen fährt sich äußerst harmonisch, hat ein sehr, sehr ausgewogenes, komfortables Fahrwerk, sehr handlich in der Stadt. Was mir persönlich fehlen würde, wäre eine Sitzheizung oder beziehungsweise eine Rückfahrkamera oder Einparkhilfe hinten. Das ist natürlich sehr praktisch für die Stadt, denn lackierte Stoßfänger, die sind halt doch immer noch kratzempfindlich. Wenn man das Ganze dann haben will, dann kriegt man den Wagen voll ausgestattet für rund 14.000 Euro. Ich finde, das ist dann auch eine echt gute Alternative und preislich immer noch attraktiv, auch wenn Dacia natürlich die Preise mittlerweile schon so dezent nach oben gezogen hat, aber damit ist auch die Qualität, die Haptik auch gestiegen. Also von dem her ist das sogar legitimiert aus meiner Sicht. Jetzt dürft ihr mir aber unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Dacia Sandero schreiben, auch zum Thema Autogas und zu den Kosten. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns jetzt diskutieren. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und ein Like. Und dann sage ich vielen lieben Dank noch fürs Reinklicken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.